Das freut mich in der Tat. Und damit steht Lissabon nichts mehr im Weg. Der Papst wird, denke ich, nicht schon direkt nächste Runde kommen und sagen so, nee, hör mal auf damit. Das wird nicht nächste Runde schon passieren. Ah. Na, wir bleiben erstmal hier gern stehen. So, ich würde sagen, nächste Runde, ne? Weil wir kurz mal was in Sarag... Na, wir stellen mal hier oben was her. Was von den guten Truppen. Weil ich nicht weiß, was der vorhat. Zack. Schmeckt in allen Bereichen, möchte ich meinen. Kaufmännisch sind wir auch sehr gut unterwegs gerade. Bin ich exkommuniziert? Wollte gerade sagen. Da hätte ich keine Warnung bekommen. So, der ist auf jeden Fall wieder gleich geplant. Und wir können direkt jetzt Portugal ausschalten. Erste Fraktion ist ausgeschaltet. Und 12.000 Gulden haben wir uns mal mitgesnackt. Warte mal. Wo ist da Portugal? Frankreich. Wo sind die Portugiesen noch? Ich weiß tatsächlich nicht, wo die unterwegs sind. Aber ich würde sagen, dann, ja. Ist interessant. Ah. Ah, komm, wir zerschalten die jetzt schon auf. Wenn sie weg sind, sind sie weg. So, was hattest du? Ich weiß es nicht. Egal. Weg damit. Das ist auch schon wieder der nächste. Ab nach oben mit dir. Ah, die Frage ist, wohin gehst du jetzt mit deinem Schiff da? Valencia ist nicht weit entfernt. Wir gehen mal mit unserer Armee hier hin. So, Saragossa ist ein bisschen aufgewiegelt. Machen wir mal ein Rathaus. Kaufmann können wir herstellen. Sehr nice. Machen wir so. Machen wir auch nochmal so was hier. Brauchen wir noch sowas. Gerade eher irrelevant. Minen sind auch erstmal gerade mal das, wo ich meinen Fokus drauf lege. Reicht. Das reicht erstmal. So, die beiden Kollegen sind immer noch auf dem Weg nach oben. Er hat auch schon den anderen eingeholt. Wird eine Armee schon mal draus machen. Diebesgilde halte ich nicht viel von. Also auf jeden Fall noch nicht. So. Venedig? Ja, Venedig soll mir auch recht sein. Wir waren schnell genug jetzt. Und der geht dahin. Dann gehst du dahin. So. Wir haben noch einmal hier Elfenbein. Aber wir dürfen keinen mehr herstellen. So, ist aber auch okay. Vollkommen in Ordnung. Wir machen gerade so viel Cash unten. Ja, nee. Das lohnt sich. Das können wir meinetwegen auch machen. Ja, hier auch was fortbilden, ne, dass wir bessere Truppen haben, ist auch lobenswert. Oder auch nötig. So, die Schiffe sind plötzlich weg, ne? Ganz ehrlich, wie viel sind da drin? Folgendes. Bau mal kurz einen Hafen. Wir gehen kurz mit der Armee rüber. Hier ganz schnell und dann holen wir kurz uns noch Algier. Dann sind auch die endlich weg. Dann haben wir da Ruhe. So. Portugal, my friend. Machen wir kurz so, wa? Aber ich frage mich immer noch, warum die noch am Start sind. Wegen dem König nicht. Normalerweise ist das egal, oder? Ist doch noch eine Siedlung haben. Oder die haben nicht Bordeaux. Nee, haben sie nicht. Haben sie Toulouse? Nee. Oder sie haben sich bei England tatsächlich oben was gegrabt. Das wäre auf jeden Fall lustig. Wäre auf jeden Fall unerwartet. Und bevor ich es jetzt schon wieder vergesse. Na, wollen sie eh nicht. Aber das kann man mal machen. Mhm. Dankeschön. Ich sehe, Polen hat sich echt sehr, ich sag mal, ausgebreitet. Zack. Oha, okay, das ist eine größere Armee. Scheiße. Ich glaube, Pamplona werden wir verlieren. Das so schnell habe ich die Armee nicht da. Aber das ist kein Problem. Das dürften wir eigentlich recht fix auch wieder bekommen. Dann geh du immer doch nach oben, bitte. Besser ist es. Der Tod geht um in Marrakesch. Solange es erstmal nur da ist, ist in Ordnung. Gehen wir mal hin. Mal gucken, was passiert. Gucken, was uns da entgegenkommt. Ob das vielleicht schon reicht. Du gehst auf jeden Fall auch nach oben. Weil ist klar und wirst mit denen ausschalten da. Du bist erstmal egal, du hilfst dir mit. So. Wird das auch schon ausreichen mit ganz viel Glück? Wer weiß das schon?
Bist du schon drauf? Wahrscheinlich stand er schon drauf. Na dann. Mehr ist nicht möglich. Kaufmannshandel kriegen wir gerade einfach mal 1977, also fast 2000. Das ist extrem gut jetzt. Und extrem wichtig für uns. Okay, er greift jetzt an, davon war auszugehen. Ich würde es auf jeden Fall versuchen, weil hier haben wir sehr gute Einheiten drin. Was hat er denn dabei? Komm, das, also, die abgesessenen Foldarritter sind heavy, allerdings. Sandmiliz mache ich mir weniger Angst. Zwangsschwerträger können auch spannend werden. Ballisten machen mir auch weniger Angst, wenn wir raufpreschen. Könnte es zu schaffen sein. Ja, könnte es zu schaffen sein. Da brauchen wir nicht mal die Verstärkung, wahrscheinlich. Alles klar. Deswegen, ich wollte ja nach Ägypten. Das war ja das eigentliche Ziel, aber das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Deswegen, ich könnte auch nicht einfach mal durch Nordafrika laufen. Ich müsste eine Flotte haben, weil Sizilien gehört jetzt ja Tunis. Da kann ich natürlich durchlaufen. Ich kann natürlich gucken, ob wir militärischen Zugang bekommen. Dann ist das kein Problem. Aber ich behaupte jetzt erstmal, dass das ein bisschen schwierig sein wird. So. Die Armee ist dort hinten ganz. Aber, und die greifen aber an. Die werden auf jeden Fall herkommen. Ich überlege gerade, wie wir das machen. Bewegen können wir die Truppen immer noch. Kriege ich euch hier hin? Vielleicht nicht. Das ist ungünstig. Dann bleibt ihr erstmal da. Egal. Die bewegen sich ja schnell. Verstärkung ist da. Perfekt. Folgendes. Wir uns einmal hier eine Flanke, bitte. Die geht erstmal bitte hier hin. Hier geht da hin. Und wir warten auf die Verstärkung. So vorher können wir es sowieso nicht schaffen. Aber sie schaffen. Ah, da kommen sie jetzt. So. Ah, die brauchen lange, die Speerträger, ne? Wir lassen sie mal kurz ran drauf geschissen. Ah, wobei, komm. Müssen ja nicht fertig sein. Was wir mit denen aber machen können, ist eventuell das hier schon mal. Weil die sind gerade absolut weit weg von den Einheiten und die haben keine Fernkämpfer. Oder Kavallerie, das ist gut. Rauf da. Jetzt gerade lohnt es sich noch, deren ganzen Artillerie wegzuballern. Ups. Warm, Junge. Aber das sind Feudalritter. Ich sag mal so, das dürfte doch eigentlich zu schaffen sein. Nicht einen meinen Mann verloren. Perfekt. Jetzt bewegen die sich hier. Aber wir sind noch schnell genug. Komm mal hin da. So. Ja, der Ansturm ist jetzt nicht mehr so ganz krass. Komm schon, solange es noch geht. Okay, egal. Erstmal wieder Rückzug. Erstmal wieder Rückzug. Vorläufig nur. Schauen wir schon ein bisschen schneller, bitte. Das muss ein bisschen fixer gehen. Oh, es geht nicht fixer. Ja gut, dann rauf da jetzt. Und das ist auch absolut wieder belastend. Die bewegen sich wieder nicht. Ich krieg die Krise. Ist doch an hier, Plänkelmodus. Mach mich doch nicht schwach, bitte. So, hinter. Zack, 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 zack. Ihr rennt jetzt auch mal, bitte. Ihr braucht mir viel zu lange. Sehr gut, gut, die fliehen, das ist sehr gut. Einmal versammeln, die 1 muss jetzt erstmal nicht mehr angreifen. So, was kommt da? Feudalritter, das soll mir auch recht sein. Um uns gerne alles nacheinander weg, das ist gar kein Problem für mich. Da ist sogar der General drin, das ist gut für uns. Ihr seid sowas von am Arsch, ey. Heilige Scheiße, seid ihr im Arsch. Schick mal euren General vor. Richtig gute Idee gewesen. Sehr nice. So, jetzt kriegen wir gerade langsam Besuch gleich. Das, und vor allem auch von den Zwangssperrträgern. Das gefällt mir nur so halb. Nice, das war wichtig. So, flieht mal bitte schnell, damit ich meine Kavallerie schnell ausbauen. Oh, Kacke. Okay, das ist jetzt ein Problem. Ich muss jetzt mit die mit reinholen, denke ich. Komm, egal. Rauf da jetzt. Wir schaffen das. Rauf da, nee, rauf bitte auf den da. Die müssen jetzt fliehen hier. Nice. Okay, dann ab sofort wieder aufstellen, bitte. Aufstellen, aufstellen. Keine verrückten Sachen machen. Nice. Sehr schön, da kommt die nächste Armee angelaufen. Nochmal Stadtmiliz, Alter.
Die machen wir im Schlaf weg. Ah, das gefällt mir aber weniger. Drauf. Ich möchte gar nicht erst, dass sie anfangen zu schießen. So, da sind die letzten Miliz, die letzten Feudalritter. Aufstellen. Oh, nicht mehr schießen, bitte. Einfach raubt er jetzt. Oh, die Feudalritter kamen auf jeden Fall zur richtigen Zeit. Stellt erstmal auf die Miliz. Die fliehen, perfekt. Ja, dann gönnt ihr euch mal, würde ich sagen. Das haben wir geschafft. Holt euch den Rest da. Wir sind Stadtmiliz, die können nichts. Sehr schön. Ich habe echt gedacht, wir müssen Pamplona nochmal wiederholen. Weil das sah ja schon relativ viel aus. Gefällt mir aber, dass wir das jetzt auch eigentlich ohne Probleme geschafft haben. Aber das ist der Stadtmiliz. Ist eigentlich auch egal, ne? Nur mit 50 Mann Verlust. Perfekt. Sehr schön. Frankreich ist trotzdem noch da. Aber das ist okay, weil wir schicken gerade eh die unsere Großarmee zurück. Und da die noch nicht aktiv werden, ist das umso besser für uns. Da würde ich das jetzt so machen. Du gehst doch übers Wasser. Am besten in einer Runde schon direkt. Und du gehst dann als neue Verteidigungslinie. Ich glaube, das dürfte eigentlich von der Zeit auch reichen. So, statt dass wir wieder Einheiten bauen, was wir theoretisch nicht brauchen, machen wir erstmal dit, weil das nur 3 Runden dauert. Danach machen wir dat und dann machen wir dat. Hier machen wir das auf jeden Fall. Dann ist das Geld auch schon wieder finito weg. Na gut. Kein Problem. Dann würde ich sagen, auf den könnt ihr einmal kurz gehen. Ach stimmt, so kriegt man die ja wieder nicht weg, ne? Ah. Müssen wir anders machen. So, auf jeden Fall erstmal hier fortbilden, weil ist klar auch hier, zack, zack. Um mal unsere Front hier zu stärken und dann gehen wir dann gleich, je nachdem, ob Frankreich uns gleich angreift, eigentlich gehe ich davon aus, ne? Mal gucken. Stimmt, der wollte ja eigentlich die Mauren angreifen, ne? Die muss ich auch doch nicht übers Wasser. Wir bauen trotzdem mal rein prophylaktisch schon mal eine Kogge da. So. Weil die Mauren juckt ja eh gerade keiner mehr, oder? Sind mit vielen verbündet. Aber England greift uns eh schon an. Portugal ist egal. Sie sind halt befeindet mit den Papststaaten. Das ist halt dann ganz gut vielleicht. Weil auch Heiliges Römisches Reich ist für uns noch irrelevant. Die werden noch nicht zu uns kommen, würde ich jetzt einfach mal ganz knallhart behaupten. Bei dem anderen Stuff kann ich das nicht sagen. So. Gewässer müssen gerade sicher sein eigentlich, weil mit dem Mauren haben wir gerade keinen Krieg. Okay. Ja, Kollege Schnürschuh schon wieder da. Kein Problem. So, hier bauen wir auf jeden Fall das aus, damit wir unsere, ich sag mal, unsere Hauptfestung natürlich auch dann ausgebaut haben. Dann ist echt noch zu überlegen, wie wir jetzt nach Ägypten rübergehen. Weil ich würde eigentlich, ehrlich gesagt, immer noch gern diesen Plan verfolgen. Weil durch Europa zu gehen, das habe ich, weiß nicht, das ist gefühlt so der normale Weg einfach so, ne? Wäre jetzt auch wahrscheinlich der klügere Weg. Ne, als über das ganze Mittelmeer zu cruisen, nach Ägypten da irgendwie Fuß zu fassen. Aber vielleicht können wir doch einfach dann... Venedig ist ja auch hier schon, sehe ich gerade. Vielleicht können wir sonst einfach auch einen Kreuzzug starten und dann ist es auch vielleicht ein bisschen mehr legitim, dass wir dann dahin ziehen auch. Angegriffen werden wir, glaube ich, so oder so, egal was wir tun. Shit. Wir haben auch gerade keine Möglichkeit, warte mal. Wir schicken mal hier 2 Truppen rüber. Sicher ist es. So, hier wird jetzt gerade besänftigt. Das können wir mal machen. Ihr seid schon drüben jetzt. Ups. Wenn er jetzt Krieg startet, habe ich ein Problem. Na, Algier ist gerade aber sowas von lecker. Also die Mauren auszuschalten ist gerade absolut wichtig eigentlich. So, du kannst weg. Dich brauche ich nicht mehr. Speerträgergute wären mal ganz nett. Speerwerfer halte ich nicht viel von. Das können wir mal machen. Stellen wir hier noch was her. Verstärken wir mal hier die Fronten einfach. Hier wird schon gebaut. Nice, nice, nice. Generell sind wir gerade sehr gut im Geld ausgeben. Warum auch nicht? So. Ach, geh doch weg da.
Ach komm, warum? Was sollen das immer mit so kleinen Fizzle-Einheiten? Das bringt dir doch gar nichts. Was denkst du denn, wie weit du damit kommst? Ja, ab nach oben jetzt. Wird langsam ein bisschen eng für die Franzosen, ne? Hättet ihr mal doch nicht den Krieg angefangen. Beendet die Feindschaft England. Ey. Du weißt gar nicht, wie gerne ich das machen würde. Überleg gerade was. Der ist auch noch jung. Ups. Da habe ich mich wohl verdrückt, würde ich sagen. Spielen wir es mal ein bisschen risky, sagst du. Das heißt, nächste Runde werden wir Algier belagern, bevor da mehr Truppen drin sind. Der ist dann hoffentlich schon weit genug weg, damit er von den Mauren nicht mehr angegriffen werden kann. Weil mehr Feinde haben wir jetzt im Mittelmeer, glaube ich, gerade nicht. Irgendwie finde ich das gerade eine gute Idee. Ah, guck mal, die französische Armee ist einfach mal gerade zu Rebellen geworden. Das schmeckt. Den wahrscheinlich nicht, aber uns schmeckt es. Und ich würde sagen, diese Armee hier von dem Erben gerade, die werden wir gleich mal dann auswechseln über kurze Zeit hin. Sodass wir die alle dann loswerden, die ganzen Panzerritter und hier Feudalritter einmal dann austauschen. Damit wir uns auch mal hier modernisieren. Ja. Weil mehr herstellen werde ich jetzt erstmal nicht, weil ich will natürlich das Geld jetzt erstmal beisammen halten. Weißt du was? Dann kommst du mal bitte wieder hierher. Dann auch hier schon mal was her, damit dann auch da oben herkommen. Meinetwegen auch das, wenn es dann sein muss. Das. Let's go. Kostet aber auch wieder alles Cash hier, ey. Ja, wobei die Franzosen sind auf dem Mittelmeer unterwegs, aber die scheinen sich sowieso... Oh, du bist gut. Erstmal sowieso nicht für uns zu interessieren. Aber weißt du was? Sonst holt ihr euch doch jetzt erstmal die neue Armee und du bleibst erstmal dieser. Why the fuck not? So. Die Söldnerspielträger kann man auf jeden Fall mal behalten. Bündnis gebrochen, Mauren und Portugal. Wen juckt's, würde ich sagen, ne? Rein da. So. Da ist eine Festung, machen wir mal den einfach. Der wird nämlich doch gleich bestimmt von hinten angreifen und da haben wir das so ohne Probleme, ne? Hier ist eh nur der Typ drinne. Das ist einmal nur Speerwerfer, also das ist ja wohl eigentlich zu machen. Und wie gesagt, ich hoffe, dass der Kollege jetzt weit genug weg ist. Das hoffe ich einfach mal ganz hart. Was bist du, Sizilien? Das juckt nicht. Erstmal. Mauren waren eh mit niemandem wichtigen Verrat verbündet. Sehr schön. Bitte einmal rüber da. Das ist, glaube ich, noch okay, das Blaue. Sonst bauen wir halt... Das können wir schon mal planen, ne? Besser ist das. Hier planen wir das schon mal. Sehr nice. Okay. Ich würde sagen, die Front ist erstmal gesichert. Auf jeden Fall. Ja, damit gehört uns tatsächlich die Iberische Halbinsel, sehe ich auch gerade einfach mal so nebenbei. Ungewollt, also gut, Portugal waren wir jetzt dann schon sehr aggressiv unterwegs, aber ich dachte mir so, die werden mich so oder so angreifen und ich schwöre, so war ich hier sitze gerade, die hätten es gemacht. So, da kannst du von ausgehen. Deswegen bin ich dir nur zuvor gekommen und das zu Recht. So. Ganz ehrlich. Ich würde jetzt ja behaupten, wir sind gerade gut genug geschützt hier an der Front. Erstmal auf jeden Fall. So. Zack. Dann können wir einmal hier den noch machen. Ah, warte, jetzt habe ich die Speerträger nicht drin, aber ist jetzt auch erstmal egal. Wir sparen gerade richtig Geld und wir haben jetzt hier eine richtig krasse Armee. Die wir zur Not auch noch mit ein bisschen Speerträgern bestücken können. Ich fühle mich jetzt gerade erstmal sicher und somit können wir jetzt genug Geld ansparen, um hier auszubauen. So verdienen wir halt auch schon Geld, aber so jetzt halt umso mehr nochmal, ne? So, hier warten wir noch ein bisschen, wobei ich jetzt langsam Angst kriege, dass hier gleich doch eine kleine maurische Armee noch kommt, weil dann könnte es knapp werden mit dem, was wir dabei haben. Zumal dem. Ne, sind nicht mehr die Jüngsten, die können auch jederzeit down gehen. Und ich sehe gerade, Russland werden wir nicht mehr erreichen. Na gut. Na, Frankreich, was möchtest du? Ich wollte eigentlich Toulouse und Bordeaux, aber ich kann auch hier erstmal bleiben. Das ist okay. Okay. Dann halt noch nicht Frieden. Vielleicht müssen wir dann auch derjenige sein, der den Frieden initiiert. Komm, gehen wir mal mit gutem Beispiel voran. Werden wir mein Herr.
Wie viel haben wir denn? Zwei Rammböcke, theoretisch. Wir warten nochmal eine Runde ab. Dann haben wir nochmal zwei weitere. Was dann? So, der geht nach Ägypten, weil das juckt ja die christlichen Fraktionen nicht, dass wir da was angreifen. Ja, Venedig stört mich da jetzt, ne? Dass jetzt hier Venedig Kairo hat, ist ärgerlich, weil jetzt können wir da. Wir können natürlich Krieg anfangen mit Venedig, ne? Ist kein Problem, aber. Ist wahrscheinlich nicht die klügste Idee. Ne? Wir wollen es ja noch so gut wie es geht aus Ärger raushalten, so gut wie wir halt können. So, das bauen wir, gibt Geld. Hier ist gerade wird gerade ordentlich gebaut. Sehr schön. Portugal hat aber auch immer noch Truppen da oben, ne? Ihr seht immer noch hier die Armee. Vielleicht werde ich auch gleich mal versuchen, mit Portugal Frieden zu schließen. Vielleicht können wir dann auch dann durch eventuelle Karteninformationen sehen, wo die Portugiesen noch zugange sind. Weil ich glaube, die sind... Okay, die greifen mich tatsächlich sogar noch an. Ist ein wahnsinnig kläglicher Versuch, möchte ich meinen. Na komm, machen wir mit der Armee. Gönnen wir uns direkt. Weg mit dir. Oh ja, du bist auch ein ehrenwerter Freund, die Papststaaten. Bist du ein guter Freund. Können wir noch was hier mit dir aushandeln? Guck mal. Schade. Na gut, komm. Ist mir wurscht. So, um wir mal mit den Portugiesen gleich in Kontakt zu treten. So. Ja, hier kommen immer Truppen weiter runter. Dann haben die... Ne, Rennes haben die auch nicht. Ist auch Englisch. Ah, nee. Okay. Nevermind. Hat sich erledigt. Hier sind die Portugiesen noch. Ganz ehrlich, meinetwegen können sie da bleiben. Schade. Also wir können mal mit Frankreich für zwei Runden Frieden schließen, bevor sie wieder kommen. Wir kriegen gerade zu viele Generäle. Nicht, dass das jetzt ein essentielles Problem ist, aber... Naja. Was ist ein Unterhalt? Die Volljährigkeit kann ich natürlich jetzt, da kann ich nichts gegen machen. Wenn sie kommen, dann kommen sie. So. Der Kollege ist sofort da. Perfekt. Bauen wir die Stadt auf jeden Fall gleich aus, wenn wir können. Die sind auch gar nicht mehr so weit entfernt. Sehr nice. Den haben sich tatsächlich durchgemogelt. Auch lustig, dann haben wir so richtig geteiltes Land, wenn wir jetzt in Ägypten gut Fuß fassen können, ne? Das, aber sehr lustige Armee, ey. Kaum Kavallerie und sowas. Das könnte interessant werden. Wird lustig. So, sonst Baubericht. Ja, juckt, ne? Aufrüsten können wir gerade immer noch nicht. Ach, England, Mensch. Sicher, dass du das machen möchtest? Wir haben hier gerade wirklich eine volle Armee. Also für dich wäre das schmerzhaft, Kollege. Selbst wenn der auch jetzt Feudalritter hatte, sind wir da aber sowas von gerade im Plus. So, erstmal hier du da. Wenn ich das so höre, seid ihr, glaube ich, froh, mich zu sehen. Na komm, juckt. Dann machen wir das so freudig erregt. Und das glaube ich gerne, dann ihr das seid. Das glaube ich gerne. Das ist komplett richtig. Gut, dass du das erkannt hast. Weiß nicht, wie lange das hält, aber... Warte mal, haben wir nicht Karteninformationen gegeben? Wir machen gleich nochmal Karteninformationen. Wir suchen das gleich nochmal, aber eigentlich... Moment mal, wir haben doch keine Karteninformationen, weil ich sehe da oben nichts. England ist doch noch gar nicht draußen aus Großbritannien. Oder hat Schottland das? Nee, oder? Wir haben ihn auch gerade verklickt, das kann sein. Okay. Aber übrigens, das ist ja immer hier noch ein Thema, das habe ich fast vergessen. Und wir sollten jetzt angreifen, solange die beiden noch frisch sind. Auf jeden Fall Echtzeit. Den Sultan haben wir, dafür haben wir genug Speerträger. Hier gehen wir mit der Kavallerie rein. Easier geht's gar nicht.